Hallo YouTube, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr kostenlos und legal einen TeamSpeak 3 Server downloaden könnt. Und zwar auf dieser Seite. Ich habe mal irgendwie ein paar Kommentare gelesen, dass ein paar gemeint haben, dass es illegal wäre, aber das ist die offizielle Seite von TeamSpeak und die stellen das offiziell zur Verfügung. Genau, also was braucht man dazu? Erstmal braucht man einen Client. Ich glaube, die meisten haben den von euch schon. Und dann brauchen auch die Serverdateien. Jetzt fragen sich ein paar, ja, warum Client 32-Bit, 64-Bit, wo liegt da der Unterschied? Das liegt einfach am Systemtyp von Windows. Wenn ihr nicht wisst, welchen Systemtypen ihr habt, dann könnt ihr einfach nachschauen unter Systemsteuerung, System und Sicherheit, System. Und hier steht es, Systemtyp 32-Bit Betriebssystem. In der Regel kann man sagen, Computers mit bis zu 4 GB Arbeitsspeicher oder RAM haben meistens ein 32-Bit Betriebssystem-Typ und diejenigen über 4 GB haben meistens ein 64-Bit. Genau, ich brauche 32-Bit, sonst funktioniert es bei mir nicht. Downloaden. I agree. Nein, nichts changed. No. Also, ihr solltet auf Submit drücken. War mein Fehler. Genau, da ist egal. Kannst du schreiben. Ist nicht mehr da. Ach, nimm einfach klar. Genau, der Download wird es gleich starten. Das sind nur 4,3 Megabyte. Also nicht sonderlich viel. Was macht ihr damit? Ihr öffnet es. Um diese Datei zu öffnen, braucht ihr WinRAR. Ich finde, WinRAR sollte einfach auf jedem Computer drauf sein. Und falls ein paar es nicht haben sollten, steht unten noch in der Beschreibung ein Link zu WinRAR. Das könnt ihr kostenlos auf ship.de downloaden. So, was macht ihr jetzt damit? Also, ihr entpackt es erstmal auf euer Desktop. Ich habe das schon gemacht. Ich habe schon einen Server. Ich habe ihn einfach da reingetan, in den Dedicated Server Ordner. Genau, sieht dann etwas so aus. Und dann könnt ihr so den Server starten. Genau, im Internet habe ich dann auch immer noch so Kommentare gelesen wie, ich kann nicht auf meinen TeamSpeak joinen oder die anderen können nicht auf meinen TeamSpeak joinen. Und zwar liegt es einfach daran, weil ihr noch den Port auf eurem Router öffnen müsst. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also, der erste braucht ihr eure IP-Adresse. Gebt da einfach unten bei Ausführen CMD ein. Dann IP-Config, so wie ich das mache. Hier sind dann alle Informationen. Genau, und zwar braucht ihr. Genau, die Standard Gateway, das braucht ihr. Das, was hier da steht, das müsst ihr quasi jetzt halt in einen Browser eingeben. 192.168.0.1. Es sieht dann so aus, das ist dann quasi die Startseite von meinem D-Link-Router. Der Benutzername ist Admin, das Passwort ist unterschiedlich. Bei manchen Routern klebt das Passwort auf der Rückseite des Routers. Also ich habe jetzt mein Internet über Kabel Deutschland und als ich es dort eingerichtet habe, musste man damals ein Passwort eingeben. Ich werde jetzt kurz die Aufnahme stoppen und dann wieder neu starten, wenn ich angemeldet bin. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt mein Passwort eingegeben und bin jetzt da drinnen. Bei euch müsste es dann auch so ähnlich ausschauen. Am besten, ihr geht einfach auf Erweitert oder Optionen. Also es sieht nicht bei jedem jetzt so aus wie bei mir, nur halt diejenigen, die jetzt wirklich genau denselben Router benutzen wie ich. Aber die meisten von euch werden wohl so eine Fritzbox oder sowas haben. Genau, dann TeamSpeak 3. Als erstes müsst ihr erstmal hier ein Häkchen machen. Dann gebt ihr den Namen ein, also für was ihr es benutzt, TeamSpeak 3. Dann für die Adresse, also für eure IP-Adresse, für die Computer-IP. IP-Adresse, das ist meistens die Standard-Gateway-Adresse mit zwei Nullen noch hinten dran. Ihr könnt auch einfach dann nochmal nachschauen,
indem ihr hier einfach CMD eingibt und dann nochmal IP-Config, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. So, welche Route müssen jetzt geöffnet, welche Ports müssen jetzt geöffnet werden? Also erstmal die 9987. Es gibt ja einfach hier ein, dann wird es hier automatisch nochmal aufgefüllt. Dann auf beliebig hier bei Datenverkehrstyp. Und dann drückt ihr einfach auf Einstellungen speichern. Ich habe jetzt nichts verändert, deswegen muss ich nichts speichern. Das geht meistens auch ganz schnell. Und jetzt melde ich mich ab. Genau, dann funktioniert es. Dann könnt ihr euren TeamSpeak starten. Nein, nicht das. Nun öffnet ihr euren TeamSpeak 3 Klienten. Dann verbindet ihr eben zu eurem TeamSpeak. Um die Adresse eures TeamSpeak rauszufinden, müsst ihr einfach hier unten rechts Rechtsklick machen, dann steht da One IP. Dann hier steht die IP-Adresse und ihr könnt entweder hier zu verbinden eingeben und dann joinen. Also ich habe das jetzt schon über die Favoriten gemacht. Beim ersten Mal, wenn man beim ersten Mal so drauf drückt, funktioniert es meistens irgendwie nicht. Also muss man Connected. zweimal drauf drücken, damit es funktioniert. Bei euch sind natürlich noch keine Channels da. Das nur die Lobby und halt das da oben. Und um Admin zu werden, ist in der Regel noch in den Dedicated Server Files irgendwo ein Key drinnen. Ein Admin Key. Ich weiß es gerade nicht mehr wo genau. Also für jeden Fall steht es irgendwo da drinnen. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht mehr, wo der ist. Auf jeden Fall müsst ihr dann den Admin Key eingeben. Das geht über genau Berechtigungsschlüssel benutzen. Dann gebt ihr den ja einfach ein. Und dann seid ihr Admin und dann könnt ihr ja Channel erstellen und sowas. Und euren TeamSpeak nach Belieben einstellen. Ja, und das war's dann eigentlich auch. So einfach ging das eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und seid nun glücklich auf euren privaten TeamSpeak. Ciao.